Einen wunderschönen guten Tag, ihr wunderbaren Wesen und Geschöpfe dieser wunderbaren Welt. Wir sind heute in München und wir schauen uns jetzt die Reaction der Crowd mal an. Ich bin sehr gespannt, wie der Abend heute wird. Freestyle Mania Champions League. Und wir gehen jetzt mal in die Crowd. Aber du bist der MC und du musst die Crowd interviewen. Oh! Eine Sache noch, bevor das Thema verschwindet. Bevor ich dich heirate, bleib ich mein Leben lang Single. Oh! Das Magda kann dieses Prinzip. Nochmal Applaus für Magda, bitte. Treue Seele, Magda ist sowieso das Battle Rap einmal nach, das heißt, neue Seiten werden eingeheftet. Wie geht's dir, Magda, Mensch, Schatz? Mir geht es sehr gut. Ja. Wie geht's dir? Mir geht's sehr, sehr gut. In München sind wir hier. Was hältst du von Bayern? Super. Der junge Mann kommt auch aus Bayern. Was hältst du von Bayern? Ja, Bayern ist gut so. Keine Ahnung. Berlin ist schön auf jeden Fall. Magda, wir sind Berlin ist besser. Bist du eigentlich ursprünglich aus Berlin oder bist du auch dazugezogen wie die Assis? Ich bin dazugezogen. Ja, Mann, ich bin nur noch mit dazugezogenen. Aber weißt du auch, woher ich komme? Woher kommst du? Halte ich fest. Leipzig? Nein. Saarland. Aus dem Saarland. Ich weiß nicht so gut Bescheid. Also, Magda, jetzt machst du mich hier ganz verlegen. Magda, wir sind uninteressant. Geh zu den Stars. Du bist für mich ein Star. Rako ist da, ja, streamt alle meine Musik, damit ich ein Star werde. Rako ist da. Wir werden alle mal Stars. Du bist schon Star, Magda. Du bist wir werden der Star mal Stars. Die Karriere beginnt, wir werden mal Stars. Soll ich jetzt weiter rappen? Ja. Nein. Ich bin nicht so der Freestyler. Die sind alle Freestyler hier. Ich das war von Torch, wir waren mal Stars. Das kenne ich nicht. Nee. Torch ist halt so Deutschrap. Torch ist Deutschrap, genau. Ja. Und wir gucken mal, wer der nächste Torch wird. Dafür gehen wir jetzt zu den MCs. Ha! Ja, es ist nach dem 1. April. Es ist legal. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, wie geht's dir? Alles gut? Alles Bestens. Ja, ich suche dich. Weil du nicht auf der Gästeliste stehst? Ja, genau, Name steht nicht drauf. Hast du den Chatverlauf von uns gezeigt? Nee, noch nicht. Ich wollte es gerade zeigen und du bist runtergekommen. Okay, perfekt. Ja. Hallo, einen wunderschönen. Na, wie geht's dir? Gut. Was machen Sachen? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ja, was machen Sachen? Ja, letzte Male war ich einmal in Afrika, einmal in Neapel. Ich hatte leider keine Zeit. Und der feine Herr in Afrika und Neapel. Du musst nicht erwähnen, dass du aus München kommst. Ja, heute Heimvorteil hoffentlich. Ja, safe. Machst du mit? Ja, klar, ne? Ja, ja. Safe. Hab Bock. Sehr nice. Freut mich. Viel Spaß. Genau. Warte, muss ich Faust machen. Sehr gut. Mickey Hayes, wirst du heute mitmachen in der Freestyle Mania? Cyphern auf jeden Fall, wenn mich die Lust packt, vielleicht sogar Battle. Cyphern auf jeden Fall, deswegen bin ich hier. Sehr nice, freut mich. Ich auch. Oh mein Gott, da sehe ich ein wunderschönes Tier. Oh, was ist denn das? Oh mein Gott, ihr seid das Tour und Tour vom Splash. Hallo Cassius Clay, hallo Fortune, wie geht's euch? Hey, wir sind auf der Tour, auf der großen Cassius Tour. Oh, können wir das einmal kurz, könnt ihr das bitte einmal für die Jungs sagen? Moment, nee. Moment. Ich muss das in unsere Gossip-Gruppe schicken. Ja. So. Oh, das bin ich. Hallo Freunde, es hat sich mal wieder ein neues Ereignis zu Trage getragen. Ein zweites Video folgt. Guckt mal, ich bin hier bei Top Tier Takeover, das ist mein neuer Kameramann. So. Und, so Freunde, guckt mal, ihr habt krasse Fans. Hier haben wir einmal Cassius Clay und hier haben wir einmal Fortune. Ihr seid Freunde, oder? Ja. Das ist wunderschön. Ihr seid, was habt ihr gerade gesagt, auf der großen? Wir sind auf der großen Cassius & Tune Tour. Sehr schön. Welche Dates nimmt ihr mit? Auf jeden Fall das, wo die hier nicht rappen. Auf jeden Fall hier ist ganz wichtig. Und dann mal schauen. Seid ihr auf dem Splash? Mal schauen. Wahrscheinlich leider nicht, aber. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Noch will man es nicht ausschließen. Ah ja. Perfekt. Ey, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Danke. Einen wunderschönen guten Abend, Daniel. Hallo, hi. Was geht ab? Ja, das Übliche. Was meinst du damit mit dem Üblichen? Weed und Hip-Hop. Weed und Hip-Hop und keine anderen Drogen. Natürlich keine anderen Drogen. Sehr gut. Was erwartest du von dem heutigen Abend? Geile Battles, geile Mucke, geile Stimmung und Rako, wenn er vernichtet. Rako wird wieder auf die Bühne kommen, bang, bang, Berliner. War das für mich? Boah, hör auf. Okay. Ja. So, jetzt machen wir einmal Rollenwechsel. Einen wunderschönen guten Tag. Was geht ab? Was geht ab? Witten-Battle oder Freestyle-Battle? Freestyle-Battle auf jeden Fall.
Diltini oder Big Difference? Big Difference. Ernsthaft, warum? Weil 4-7 cool ist, das Format cool ist, mal was Neues ist. Und ich finde es sehr kreativ, unterhaltsam. Ich weiß jetzt nicht, ob die Artists und Künstler das selber schreiben, aber man muss schon eine gewisse Rolle erfüllen über ein paar Runden. Und ich finde das immer kreativ verpackt. Also das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wer bist du und was verschafft uns die Ehre, dass du heute hier bist? Ich bin Gabriel, ich bin aus Regensburg hier. Wir filmen mit unserem Team, mit Andy, Kumpel von mir, mit seiner Fashion-Marke Recuse. Ich mache selber Musik. Und ja, wir sind hier bei Top Tier Takeover, um ein bisschen hinter den Kulissen mitfilmen zu dürfen. Das Ganze wird auf YouTube zu finden sein. Also folgt dem Big Steppers Account. Mach das. Um das Ganze nicht zu verpassen. Genau so sieht's aus. Dank dir. Peace out. Einen wunderschönen guten Abend. Na, kommt ihr auch zu Top Tier Takeover? Ja. Ja. Ist es euer erstes Mal? Ja. Nein, ich war letztes Jahr schon da. Nice. Und du? Auch das erste Mal. Was erwartet ihr von dem heutigen Abend? Spaß und gute Texte. Sehr nice. Und du? Ja, eine gute Stimmung und halt gute Acts, die gut performen. Und du warst letztes Jahr da und das hat dir so gut gefallen, dass du wiedergekommen kommst? Waren geile Auftritte, ja. Deswegen. Sehr nice. Und dann hast du diese zwei Freunde von dir gesagt, ihr müsst mit? Ja, natürlich. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen sehr schönen Abend. Danke, gleichfalls. So, Dasha. Hey, lange nicht gesehen. Was geht? Alles gut bei dir? Ja, bei dir? Auch. Hallo, Kevin. Hallo. Na? Alles gut? Ja, sehr gut. Was erwartest du von dem heutigen Abend? Ich bin gespannt. Ich erwarte ein paar heftige Battles. Sehr nice. Du machst auch mit, ne? Ja. Das freut mich. Kevin, wie ist deine Motivation für den heutigen Abend? Yeah, ich will heute... Nicht direkt freestylen. Antworte einfach mal auf meine Fragen. Yeah. Ich komme im Muschel. Nein, hey, guck mal. Wie ein Vibrator. Kevin, es ist ganz ohne einfach. Kondome. Guck mal. Kevin, es ist zum ganz. Babynator. Kevin, es ist ganz einfach. Guck mal, hör mir mal kurz zu, ja? Ja, wir wissen alle, dass du Kevin bist, dass du King Kev bist und dass du gerne freestylst. Aber guck mal, hier, das ist ein Mic, wo Rode draufsteht. Das ist ein Interview-Mic. Hier ist eine Kamera. Ich will, wie gesagt, immer noch gegen Kohle betteln, der traut sich nicht her. Aber ich habe noch gar keine Frage gestellt. Guck mal, ein Interview läuft so wie folgt ab. Ich stelle eine Frage. Ich erwarte mir von dem heutigen Abend, ich werde heute einfach mal wieder abreißen, zerlegen. Ich werde heute ein bisschen gegen Leute schießen. Gegen wen? Ich weiß es ja nicht. Eigentlich würde ich viel lieber gegen Kohle betteln, gegen den wäre ich vorbereitet, aber der kommt immer noch nicht daher. Hast du Kolle mal geschrieben? Nee. Dann mach das doch mal. Naja, er soll's hören, aber ich glaube, er hat Angst vor mir. Denke ich auch, dass Kollege Angst vor dir hat. Wie läuft deine Karriere? Ja, top. Ich habe gestern wo reingesteckt. Ich weiß nicht, was soll ich sonst sagen? Also, was hast du eingesteckt? Ich habe etwas reingesteckt. Ja, und eigentlich, ich bin überrascht. Was soll ich sagen? Ich bin ziemlich überrascht. Von was bist du überrascht? Naja, King Cave sozusagen, mein Name ist groß, wie Großbuchstaben. Damit würdest du auf jeden Fall gegen Kollege gewinnen. Wie läuft Tinder-Reisen und wie war es bei TV Total? Naja, der hat mich ja nur aufgabelt, das war lustig. Ich war nur nachher dann noch auf Urlaub dort, ich habe einfach auf der Straße einfach mir eine geknallt und... Wem hast du eine geknallt? Nein, ich war nachher noch auf Urlaub und habe mir noch eine geholt. So. Ach so. Herzlichen Glückwunsch. Wie ihr seht, nichts verändert sich. King Kev bleibt King Kev. Kevin M., der King. Genau, wann kommt der Glow-Up zu Kevin M.? Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Ja, ich bin eigentlich eh immer beides. Warum wolltest du dich Kevin M. nennen? Naja, weil ich bin famer als Eminem. Ich bin auch ein richtiger Gentleman mit Genitalien. Digga, ich bin famer als dieser Gentleman. Das glaube ich auch mittlerweile. Aber gab es nicht eine Verbindung zu Antifuchs wegen ihrem Album Feminem? Hä? Hast du im Stream bei Fortune gesagt? Antifuchs so, ja, Album hier? Ja, also die Idee hätte mir auch später auch einfallen können mit Kevinem. Aber definitiv werden meine Alben auch so heißen. Wie wird dein Album heißen? Kevin M. Kevin M. von Kevin M. Ich fange mit Volume 2 an. Okay, Kevin, das ist einfach immer Kevin wieder ein Erlebnis, sich mit dir zu unterhalten. Gentleman, famer als Gentleman. Den hatten wir schon. Ich weiß, ich bin so, wie soll ich sagen, im Genitalbereich spiele ich jeden einem Streich wie ein Schlangenspray, wenn ich per Cumshot die Wand anstreich. Diese sexy Nägeln finde ich nice. Digga,
Ich mache aus Das Tobi ist immer noch nicht ganz verstanden mit den Interviews, oder? Ja, Interview, guck mal, ich bin in der Crew. Naja, wir werden mal heute Abend noch ganz viel von King Kev sehen, yeah. Da bin ich mir sicher. Interview in und der Crew. Deswegen lassen wir ihn einfach mal freestylen. Freestylt einfach immer weiter. Einen wunderschönen guten Abend, na? Was geht, alles gut? Na, alles super. Und bei dir? Ja, alles bestens. Wieder motiviert hier zu sein? Auf jeden Fall. Voll erst gut. Erstmal München. Wo kommst du nochmal her? Frankfurt, ja, ne? Frankfurt, genau. Voll schön, dass du die weite Reise heute für dich für uns aufgenommen hast, ey. Vielen Dank. Du hast mir aber ganz schön auf Instagram geschrieben. Ja, stimmt, habe ich vergessen, ne? Oh, sorry. Ich habe das voll verpeilt momentan. Ich hätte dir Gästeliste gegeben. Oh, da musst du dir noch schreiben, auf jeden Fall. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, locker. Wie motiviert bist du heute? Schon sehr, ich hab richtig Bock. Freut mich, ey. Ganz viel Spaß. Dankeschön. Bitteschön. So. Ey! 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 Ja, der, sie meint dich. Einen wunderschönen guten Hallo. Tag, Hallo. Du wunderbares Wesen und Geschöpf dieser flachen Erde. Ja, einen wunderschönen guten Tag. So viel willst du sagen. Ja, einen wunderschönen guten Tag, du wunderbares Wesen und Geschöpf dieser heiligen und vollkommenen Erde, aber die doch manchmal scheußlich ist. Wie war die Anreise? Du sagst auch bei jedem was anderes, oder? Ja, klar, ich bin kreativ. Das finde ich nice. Du bist auf jeden Fall immer mit Gegnerbezug und deswegen sage ich, du solltest auch schon längst mein Freestyle Mania. Auf gar keinen Fall. Wie geht's dir, du wunderschönes Wesen dieser hässlichen Erde? Mir geht's sehr gut. Ich habe gerade mit Kevin M. geredet. Mit wem? Mit Kevinem. Kevinem? King Kev. Oder? Ihr habt doch gesagt, dass der da ist. Natürlich, der freestylt da hinten mit Dascher. Und, ist gut. Fantastisch. Shoutout an Kevinem nennt er sich jetzt. Ja, genau, wegen Antifuchs, wegen Feminem. Du weißt ja, was wir letztes Mal ausgemacht haben, gell? Was hast du mit ihm ausgemacht? Das bleibt privat. Okay, ey, sollen wir wieder denselben Move machen wie letztes Jahr hier? Was haben wir hier gemacht? Du standest nicht auf der Gästeliste. Ja, aber das ist ja heute nicht passiert, oder? Ich hoffe. Das ist Crowd-Service, Crowd-Reaction bei Top Tier Takeoff. Ich weiß es, ich hab's vergessen. Sie hat mir da so Aufgabe gegeben. Ich hab's nicht gemacht. Welche Aufgabe? Ja, das auswendig zu lernen. Tu jetzt nicht so vor, die Leute kommen, das ist voll peinlich. Ach, HDGDL, du wunderbares Wesen GDA. Und geschafft dieser heiligen Natur. Wie läuft's im Knast? Ey, Knast ist Bombe. Ey, aber weißt du was? Aber ich brauche noch mehr, gell? Das ist schon klar. Ja, aber pass mal auf, du hast ja jetzt erstmal eine Frage gestellt, wie es im Knast läuft. Genau. Guck mal, es ist halt sehr vorteilhaft, dass hier Türen offen sind. Das bin ich nicht gewohnt von meiner anderen Arbeit. Ja, und jetzt? Jetzt? Ist es halt perfekt, deswegen fühle ich mich etwas wohler. Aber da ja gerade der Festivalsommer angefangen hat, mache ich gerade eine Pause. Pause bei Top Tier Takeover? Nein. Hey, Tom Four! Na? Alles klar. Ja, wie geht's dir? Mir geht's, darf ich heben? Nein. Ich will aber schade. Was willst du damit machen? Nix, ich wollte es einfach nur halten. Komm, für das einmalige Gefühl. Ich wollte schon immer mal das Mikrofon halten. Nee, mir geht's gut. Wie geht's dir? Wie fühlt es sich an mit dem Mikrofon? Ich bin jetzt ein neuer Mensch, gerade in dem Moment geworden. Sehr schön, das freut mich, dass ich dir ein wohliges Gefühl vermitteln konnte. Das hast du auf jeden Fall. Wie motiviert bist du auf den heutigen Abend? Gehst du in die Cypher, machst du Freestyle mit? Ich werde auf jeden Fall in die Cypher gehen, ja. Also nice. Freestyle, guck mal, das überlasse ich anderen. Okay. Aber cyphern werde ich auf jeden Fall. Ich habe übertrieben Bock auf den Abend. Ich war jetzt auch schon eine Weile nicht mehr da, deshalb ich bin sehr motiviert. Sehr schön. Hallo. Hallo, ja, ich habe meinen Namen gehört. Hallo Noah, einen wunderschönen... Na? Ja. Was, hast du Angst vor der Kamera? Ja. Okay, Noah, du hast keinen... So, wie geht's dir? Mir geht's super. Und dir? Ja, auch. Wie war die Anreise? Ja, entspannt. Eine Stunde. Nice. Ganz entspannt. Gehst du in die Cypher? Könnte gut sein heute. Könnte sehr, sehr gut sehr sein. Sehr schön. Viel Spaß. Dankeschön. So, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Was geht ab? Gerade angekommen, jetzt werde ich von der Magda hier interviewt. Hi, ich bin Magda, wer bist du? Ich bin der Arad aka Erai. Wir haben, ich habe dich auf die Gästeliste geschrieben. Nett von dir, danke. Bitte, bitte. Was erwartest du von dem heutigen Abend? Dass der Decepticon mich gut entertaint, wo auch immer er jetzt steckt, da jetzt genau, bei seinen Fans, oder? Ja, genau. Okay. Ey, ganz viel Spaß. Ebenso. Und man sieht sich. Bis dann. So. Mal schauen. Hi.
Wir müssen auf jeden Fall. Ey, noch eine kurze nerdige Battle-Rap-Frage. Ist da ein Heckescheißer vor Sauder-Sprung? Oder vor der. Hast du eigentlich ein rotes Maasai-Fahrgast? Nee, die habe ich nicht gesehen. Ist okay. Na gut, dann ist das was, du, da beendet. Also wer sich kein rotes Maasai-Fahrgast herdut, in dem Level, sorry. Guck mal. Da hört es bei mir auf. Ja, sehe ich genauso. Aber naja, wie dem auch sei. Jetzt habe ich meine Frage. Weißt du, wer heute da ist? Noah, Tom, meine Frau, Arad, seine Frau, ihr. Es ist eine absolute. Magda, ja. Magda macht Legacy, ist da. Du hast vorher gesagt, dass der King Keflovic da ist. Ja, der ist hinter dir. Da ist er ja schon. Codini ist am Start. Ja. Alle sind am Start. Fast alle. Mickey Hayes ist am Start. Ja, da Frozen kommt. Ist am Start. EDM ist am Start. Ja, aber es ist aber eine weitere Battle-Rap-Legende da. Ja, ist am Start. Nein, leider nicht. Aber. Kollege ist am Start. Nee, das finde ich. München ist am Start. Ja. Alle sind am Start. Marvin Rapsal ist am Start. Marvin Game? Nein, Rapsal, das ist der Erfinder von dem Jarambo-Regenschirm. Welcher ist es? Der ist drin, den muss ich vielleicht noch suchen. Ja. Brauche auf jeden Fall ein krasses Interview mit dem. Was? Der Erfinder vom Jarambo-Regenschirm. Ja, der ist übergespannt. Siehst du, und deswegen hat Crowd Reaction so wenig Klicks, weil das die Themen sind. Nee, es liegt einfach an meinem Gesicht. Ich habe ein bisschen gespuckt, das tut mir leid. Ja, ich mag deine Spucke. Das habe ich schon fast befürchtet. Und damit kann man wieder viral gehen. Apropos Spucke, Tom. Hat er seine Rippe jetzt schon gezeigt? Nee, er hat mir seine Rippen noch nicht gezeigt. Das machen wir jetzt im Moment. Okay, alles klar. Aber dann sag ich mal Codini hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Hello. Hello, people. Hello. Hey, na, du wunderbares Wesen und Geschöpf dieser heiligen Natur. Hallo party people, hier ist Codini, was geht ab? Ach, schön dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hab dich vermisst, so ein paar Monate haben wir uns jetzt nicht gesehen. Genau. Wir haben zuletzt an meinem Geburtstag uns gesehen, oder? Nee, come on, wir haben uns in Berlin gesehen, beim Top Tier Takeover, beim Challenge, wo ich zweiten Platz gewonnen habe. Ach so, ja, ich hab vergessen, sorry. Genau. Naja, aber schön, dass du wieder hier bist und... Danke für die Einladung. Ich bin da, wo du bist. Ah, Beste. Bester Mann. Checkt seine Mucke aus. Er gibt sich sehr viel Mühe auf seinem Instagram-Profil und dreht die besten Reels. Nur für dich. HDGDL. So, jetzt gehen wir Marvin Rapsal suchen und dann gucken wir uns die Show an. Marvin, was geht? Ich habe schon von dir ganz viel geredet. Ja? Ja? Wieso? Weil du eine lebende Legende bist. Dankeschön. Du bist der Erfinder von dem Jarambo-Regenschirm. Ja, natürlich. Und von dem Jarambo-Shop. Sehr, sehr nice. Was geht? Warum warst du so lange nicht da? Ja, weil nichts in meiner Nähe war, ne? Seit ich komme ich mal nach München. Aber du bist doch aus Hamburg. Ja, aber... Wir waren letzten Monat in Hamburg. Ich war doch auch da. Ja? Ja, natürlich. Sehr nice. Ey, voll schön, dass du wieder am Start bist. Ich erinnere mich an die alten Rapper-Mittwoch-Zeiten, wo du mit deinem grünen iPhone in der ersten Reihe standest. Ja. Sehr schön. Schön, dass du wieder da bist. Gerne. Einen wunderbaren Abend. Ebenso, danke. So, jetzt machen wir kurz das Outro und dann... machen wir vorher noch ein Breakdance-Battle. Dasha, kannst du Breakdance? Machst du mit mir ein Breakdance-Battle? Perfekt, das ist Hip-Hop, Motherfucker, so sind wir. Danke, Dasha. Hallo, Laura. Beste Kamerafrau, die man bei Top Tier Takeover bekommen kann. Und normalerweise teilen wir uns auch immer ein Zimmer. Das stimmt. Aber sie hat mich heute Nacht verlässt ziemlich. Das tut mir sehr leid, ich habe leider einen Ehrengast. Deswegen, aber sonst das nächste Mal immer. Immer wieder gern. So, das war das Intro der Crowd Reaction. Wir gucken uns jetzt die Freestyle Mania und die Freestyle Mania Champions League an. Und ich wünsche euch dabei sehr viel Spaß und wir sehen uns später wieder. Mein Name ist Magda, seid lieb zueinander.
das war die Freestyle Mania und die Freestyle Mania Champions League in München. Und wir schauen uns jetzt an, was Reaction jetzt noch kann in der Crowd. Kommt einfach mit. So, einen wunderschönen guten Tag. Na, hi, zweites Mal. Ja, ein zweites Mal, jetzt einmal nach der Show. Wie hat dir die Show gefallen und wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung? Ja, erstens, Show hat richtig Bock gemacht. Und meine eigene Leistung, ja, ging. Ich hatte mal bessere Tage. Ich bin wohl noch mit meinem Kopf in meinen Abschlussprüfungen, die zwischendrin jetzt sind. Aber passt. Was für eine Abschlussprüfung? Ich mache gerade Sozialassistenz und da sind momentan meine Prüfungen. Und ja. Ich wünsche dir ganz viel Glück für deine Abschlussprüfung und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Du hast noch Hunger, oder? Ja, auf jeden Fall. Und danke schön. Und ich schreibe dir diesmal auf Insta, auf jeden Fall. Mach das, alles klar. Auch danke für deine Einsätze. Wie hat dir das gefallen, auch mal was ins Mic zu schreien? Ja, also es war eigentlich relativ was Neues. Fand ich eigentlich ganz cool. Und vielleicht fange ich auch an. Ja, nice. Ey, melde dich auch gern. Viel Spaß euch noch und einen schönen Abend. Probier dich einfach mal bei Ist doch nur Rap aus. Mach ich. Du gehst auch noch zu Estona Rap? Ja, locker, da sind wir wieder. Da bist du auch dabei. Da muss ich Interviews mit den anderen machen, aber ja. Ja, okay. Wir sehen uns. Ja, ja. Bis dann. Ciao, ciao. Na, macht ihr gerade Fotos? Natürlich. Ja, steht auf der Agenda. Alle wunderschön auf dem Bild. Wie immer, Tom, du bist sowieso ein wunderschöner Mann. Magda, ich danke dir. Du auch. Auch ein wunderschöner Mann. Bro. Der war stark. Wie ist so deine Kommunikation sonst mit weiblichen Wesen? Ganz schlecht. Merkt man gar nicht. Es ist gerade eine neue Situation für mich tatsächlich. Du hast doch schon mal mit deiner Mutter geredet, oder? Das ist was anderes. Ganz leicht was anderes. Ja, aber sei einfach lieb. Ich bin ganz lieb, Magda. Das weißt du. Ja. Ist er wirklich? Ja. Ey, aber jetzt mal back to the topics, weshalb wir eigentlich hier sind. Deswegen waren wir hier. Wegen Top-Tier-Takeover, wegen einer geilen Battle-Rap-Veranstaltung in einer wunderschönen Location. War ein geiler Abend. Danke euch dafür. Und beim nächsten Mal alle dabei sein. Genau, was sollen die Leute in Zukunft machen bei Top-Tier-Takeover? Meinst du jetzt die Crowd? Ja. Einfach abgehen, die Battles genießen und sich einen reinlernen. Genau. Und wir waren hier wegen Hip-Hop. Genau. Hip-Hop ist groß. Hip-Hop ist sehr groß und soll auch noch größer werden. Genau. HDGDL. Ich hab dich auch lieb. Ich hätte auch noch kurz was. Ich würde gern was vom letzten Mal verbessern. Sido. Oh, Sido, Alter, du guckst echt oft meine Storys. Wir haben uns noch nie gesehen, aber bitte, Sido. Bitte, du fehlst mir noch auf meiner Liste. Ich hab jetzt mitbekommen, dass du Magdas Story immer mal wieder anguckst. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß, dass du siehst. Aber ich muss mich verbessern. Letztes Mal habe ich dir angeboten, Zwiebelrostbraten zu machen. Ich weiß aber, dass du lieber gern Rindsroulade magst. Und wenn dir auch meine nicht schmeckt, hätte ich ganz gern von dir ein Tutorial live in irgendeiner Küche. Muss auch nirgends ausgestrahlt werden. Einfach nur für uns. Ich würde die einfach mal gern kennenlernen und dann machen wir schöne Rindsroulade auf schwäbische Art vielleicht. Oder so, wie du mir halt zeigst. Boah, ich würde so gern mit Sido kochen, egal was. Egal was. Safe. Sido, wenn du das hier siehst und vielleicht siehst du es ja. Oder einfach Reime auf den Beat packen. Wie gesagt, Musik machen. Je nachdem. Oder beides. Rindsroulade, Musik, egal. Wäre geil. Sido, ich schreibe es in jedes Freundebuch. Mein größter Wunsch ist, dich zu treffen. Das kann ich genauso unterschreiben und stehen lassen. Sido, HDGDL. Ganz viele Küsse für Sido. Das ist diese Liebe. So. Einen wunderschönen guten Tag, ihr wunderbaren Wesen und Geschöpfe dieser wunderbaren Welt. Kamera? Ja. Ich muss was, oder? Ja, du musst sowieso nachher noch Freestyle Mania Champions League Interview machen. Dann machen wir das. Wadik, wie geht's dir? Ganz gut, und dir? Ja, ich bin etwas müde. Wie war es heute das erste Mal nur zuzuschauen? War auf jeden Fall ein komisches Gefühl, weil tatsächlich bei den Freestyles denkt man die Konter auf einmal immer mit, ne? Normalerweise ist man da immer in seinem eigenen Scheiß. Aber hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Das freut mich sehr. Das ist nur mein Klemperer, also, dass uns anstößt. Ja. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich hoffe, ich bin bald wieder da. Und ja, dann werde ich wieder alles reinhauen. Nächste Saison wird wieder getoppt. Rasiert? Ja. Oh, da kommt ja mein alter Weggefährte. Magda, du hast recht. Ich habe den ganzen Tag nicht geblinzelt. Oder kaum. Ich habe es nicht mitgezählt. Warum? Naja, ich bin hier einfach nicht am Blinzeln. Denn die kleinen Hunde sind am Winseln, sie wichsen sich mit einem Pinsel
Ich hab machen. Ich komme im Muschi-Brummer wie im Vibrator. Ohne Kondome werde ich zum Babynator. Selbst in Jeanshose sehe ich richtig nackig aus. Ich habe die besten Hooks, denn ich bin der Captain Hook. Ich habe auch noch einen. Ich habe in den Sex gespuckt. Wer kennt's nicht? Pass auf. Anstatt zu schreiben, habe ich in den Chat gespuckt. Ey, spuckst du auch immer in den Sex? Ich spuck auch immer in den Sex, aber pass auf. Bitte die Bars. Mein Mund ist so groß, ich spitte Bars. Mhm. Ich habe auch noch einen. Schönster Moment war, als das Mic ausgegangen ist von Kevin. Ja, der Kevin, der ist manchmal ein bisschen aufgedreht. Aber warte, pass auf, ich habe auch eine Line. 675, Sex kriegen stündlich. Der Mann ist der Rabbit, die Frau ist die Hündin. Kennst du die irgendwo her? Ja, der ist doch. Von dir? Ja. Echt? Ey, warte, wie findest du das? Jetzt will ich nur kurz ehrlich wissen, wie findest du das? Und es geht die... Jetzt muss ich schreien schon wieder, geben wir auch einen Wurscht. Und es geht die Party ab! Ich hebe mit einem Ferrari ab. Ich hole deine Barbie ab. Du bist nicht der Boyfriend, ich bin jetzt der Barbie. Frozen. Interview ist oben bei Gia. Wie hat es dir gefallen? War gut, würde ich behaupten. Also, ich bin zufrieden. Sehr schön, freut mich. HDGDL. Ja, same. Kuss geht raus. Freut mich, dass du heute wieder da warst. Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Wir machen das jetzt ganz komisch. Ja, hey, wirst du von Magda hier aufgehalten? Wa? Wir müssen zum Interview. Finale, ja. Freestyle Mania, Frozen Dasher. Ja, okay, ich komm mit. Ja, let's go. Geiler Typ. Oh, einen wunderschönen guten Tag, ihr wunderbaren Wesen und Geschöpfe dieser wunderbaren flachen Erde. Ich stehe neben dem besten Freestyler Deutschlands, der Gedo Revoice in der linken Hand hat. Ein kleiner Marketing-Tipp. Leute, schluckt und lutscht Gedo Revoice. Ja, genau so. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen in die heutige Partie gegangen und es war so geil von der Energie, also wirklich das Publikum hat so geil durch den Abend getragen. Also ich hoffe, das kommt bei euch auf dem Video auch so rüber, wie es hier live war. Aber ich sag euch auch an alle zu Hause, immer auch so die Crowd-Situation bemängeln, kommt live vorbei. Erstens erlebt es live, weil es ist live immer krasser und zweitens, dann seid Teil der Crowd und macht die Crowd noch krasser. Aber heute, also ich habe... Es war richtig geil. Es war richtig geil. Geile Leistung von den MCs. Ich glaube, heute, es war eine kleine Qualifikation und die stärkste seit langem. Ja. Auch vom Publikum Feedback, so unfassbare Reactions. Okay, ich komme gleich hoch. Muss gleich zum Interview mit den Finalisten der Freestyle Mania, Frozen und Dasha. Auch sehr stark heute. Dasha erstes Finale, ne? Ja. Bei uns, oder? Genau. Und ja, geiles Ding. Dann sind wir in eine Verlängerung gegangen bei der Freestyle Mania Champions League. Ist ja auch immer ein bisschen schwierig, euch dem Publikum zu erklären mit der Abstimmung, dass auch wenn es knapp ist, Zeitplan, blablabla. Ihr hört, ich bin Heiser. Ich gönne mir jetzt hier noch so eine Gelo Revoice. Wenn ihr mich sponsern wollt, schickt mir die Pakete. Adresse Mond, weil die Erde ist flach. Da fällt es am Rand runter. Und ja, abonniert Top Tier Takeover, abonniert Top Tier Germany. Sorgt dafür, dass Battle Rap am Leben bleibt. Supportet alle Plattformen. Supportet euch gegenseitig. Bildet Fahrgemeinschaften. Macht Action. Und supportet Reißt Magda. Das ganze Land, weil es lohnt sich wirklich für Battle Rap. Und supportet Magda bei allem, was sie macht. Danke. Egal, wo sie ist, da ist dann Action. Danke, Gio. Peace out. Es ist mir immer wieder eine unfassbare Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. HDGDL. HDGDL. Vom Sparkassenfoto bis zur Show in München. Überall. Es ist MORO. Wie geht's dir? Ich bin platt, aber mir geht's gut. Und Sehr dir? Gut. Auch platt. Wir müssen nachher noch Interviews führen. Freestyle Mania Champions League. Wann? Hast du Bock? Nee. Ich auch nicht. Lass mal nochmal zu Fortune und Cassius Clay gehen. Hi, ihr wunderbaren Wesen und Geschöpfe dieser wunderbaren Welt. Wie hat euch der erste Tourstop der großen Tour gefallen? War sehr geil. Es war zu wenig Fortune und Cassius Clay da, aber war trotzdem gut. War ein richtig toller Abend. Ja. Das freut mich. Ich soll euch ganz lieb grüßen von beiden. Ah, schön. Ich habe das Video in unsere Gruppe geschickt. Nein. Und sie sind sehr stolz auf euch. Das freut mich. Ja. Du kannst ja dann gern mal zurückgrüßen von, darf ich sagen? Ja, klar. Seth Jam und Darius. Ja. Haben wir auf Kamera, werde ich beiden schicken. Ist gut. Wir fanden es schade, dass wir nicht im Stream sein konnten, aber hier ist auch geil. Also war ein richtig geiler Abend. Ja, Mann. Ey, versucht auf den Splash irgendwie zu kommen. Ja. Ich glaube, das wird sich lohnen. Oh ja. Ich glaube auch, ja, ja, auf jeden Fall. Oder kommt am 28.07. nach Bochum. Was ist in Bochum? Da ist Cassius Clay Voract von Genetik. Davon habe ich gehört, dass... Ja, du hast ja auch das T-Shirt. Ja. Und Fortune ist auch da.
dann komme ich auch. Nein, Spaß, ich komme natürlich. Dann habe ich ja neben Genetik zwei Gründe. Und Antifuchs ist auch voreckt. Kennt ihr Antifuchs? Von gehört. Gehört, ja. Ja, also erst Cashes eine halbe Stunde, dann Antifuchs eine halbe Stunde. Geil. Und dann eine Stunde Genetik. Schön. Und Fortune ist nur als Zuschauer, Nee, der macht ein bisschen was mit Caches zusammen. Ah, okay. Zusammen auch nice, ja. Mhm. So Backup. Ja, genau. Und macht auch wahrscheinlich einen Track so. Aber nice. Ja. Ey, ich danke euch. Ja, danke gleichfalls. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Wie hat euch der Abend gefallen? Gut, die Sache. Ja, mach du. Das ist mehr dein Gebiet. So, war ein sehr, sehr cooler Abend. Sehr, sehr gute Leute auch aus der Crowd, die Gas gegeben haben. Die Battles waren gut. Nice. Wie war es für dich, das erste Mal auf der Bühne zu sein? Cool, überraschend ein bisschen so. Ich dachte, ich werde ein bisschen lauter performen, aber geht auf jeden Fall besser. Trotzdem, fürs erste Mal bin ich schon zufrieden. Es war nicht. Kannst du auch sein. Danke, freut mich. Kommst du wieder? Auf jeden Fall. Nice, dann folg uns auf Social Media, dann wirst du erfahren, wann die nächste Show ist. Perfekt, mach ich schon. Aber wenn ihr Top Tier Takeover noch nicht folgt, solltet ihr es spätestens jetzt tun. Auf jeden Fall, checkt die Storys ab. Danke, euch noch einen schönen Abend. Danke. Hi, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und dir? Auch gut. Wie kam es zum Namenswechsel? Also, da müsst ihr ein bisschen mehr Zeit haben, ne? Also, hast du ein paar Minuten? Ja. Also, ich habe lange reflektiert und meine Battle-Rap-Karriere, auch mein Leben reflektiert. Und mir ist halt wichtig, und ich habe auch viel Tierster geschaut, und ihm ist ja Realness sehr wichtig. Und Realness ist mir auch mittlerweile sehr wichtig. Und deswegen finde ich, dass diese Tat Dulli meine Persönlichkeit und auch mein ganzes Dasein auch besser beschreibt als Olli. Klar, ist mein Name Olli. Aber Dulli ist die Beschreibung für das, was ich bin. Warum? Ja, das ist halt mal so. Ne? Also da muss man einfach mal reflektieren und einfach, ja, und einfach sich weiterentwickeln. Und ich habe mich halt da in der Sache entwickelt. Genau. Wie hat es dir heute gefallen? Also mir hat es sehr viel gefallen. Also ich fand es auf jeden Fall sehr cool, auf jeden Fall. Es war nicht sehr viel gefallen, ist kein Deutsch, sorry. Also sehr gut gefallen und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hatte meinen Spaß und ich bin auch sehr zufrieden mit den Leuten, die auch da waren, genau. Sehr schön, es hat mich auch gefreut, dass du nach langer Zeit wieder da warst. Ja, genau, hat mich auch gefreut, hat auch richtig Spaß gemacht und danke, dass du auch mich motiviert hast mitzumachen und so. Ich war mir nicht ganz so sicher, aber ich dachte mir, okay, ich muss ja auch mal den Leuten zeigen, dass ich jetzt Titi Dulli bin und nicht mehr Titi Olli und dass ich die Weiterentwicklung gemacht habe, genau. Kommst du wieder? Ja, also ich weiß noch nicht genau, wie das jetzt mein Zeitplan jetzt ist und wie das alles zu regeln ist, aber wenn ich mich nochmal einen Step weiter nach oben bewege, dann natürlich sehr gerne, aber dafür muss ich natürlich wieder mich reflektieren und üben und vielleicht heiße ich dann Titi Olli Oberdulli danach, ich weiß es nicht. So. Würdest du auch mal ein A Cappella Battle machen? Nein, das ist nicht mein Ding, ich bin da nicht gut. Ich bin im Freestyle auch nicht so gut, aber ich habe irgendwie so ein bisschen Sympathie-Bonus, glaube ich, und deswegen. Und Onbeat bitten? Onbeat, also das ist eine dumme Frage, mache ich nicht. Okay, ich dachte gegen Freezy. Also, mache ich nicht. Also, da mache ich lieber aus meinen stillen Kämmerlein meine Videos. Ich glaube, das hat mehr Eier und deswegen weiter, genau. Okay, ey, ich wünsche dir alles Gute und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Safe, sehen wir auch. Also, genau, ja, gerne. ADGDL. Ja, das mache ich auch, genau. Ach, Olli, du bist so ein Süßer, ne? Ja, danke. Bis dann. Ciao. Danke. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Alles bestens. Ein wunderschönes Shirt hast du an. Ja, Merch muss man kaufen. Hast du heute gekauft? Ja. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Wie hat dir die Show gefallen? Boah, mega. Mega gute Show. War es deine allererste Top Tier Takeover Show? Zweite. Wo warst du davor? Auch nochmal hier in München. Letztes Jahr. Okay, kommst du immer nur nach München oder wärst du auch mal bereit zu reisen? Zum Reisen ja. Kommen wir fahren wann und wo. Vielleicht 2. Oktober in Berlin. Bin ich vielleicht dabei. Würde mich freuen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend. Danke ebenfalls. Bitte. Ciao. Jack Dragon, wir sind genau am selben Platz wie letztes Jahr, wo du die Diskussion hattest. Erinnerst du dich? Nee, ich kann mich erinnern. Was geht? Was geht? Wie geht's dir? Alles trash, Mann. Heute mal als Zuschauer gewesen. Warum? Ich wollte einmal wirklich mal bei Battles zuschauen. So. Und ich hab's auf jeden Fall genossen. Waren witzige Momente auf jeden Fall dabei. Was hat dir am meisten gefallen heute? Boah, ich fand den Konter von Dasha sehr krass, zwecks dem Tinder deinstallieren, aber nicht ausgerastet. Bei ihr ist immer so, du weißt nicht, was passiert. Es kann aus dem Nichts einfach so eine Klatsche kommen. So, ja. Auf jeden Fall.
Was geht bei dir als nächstes? Boah, ich mache aktuell viel Mucke, ehrlich gesagt. Okay. So viel Musik auf jeden Fall, ja. Wann kommt da was? Ist schon was rausgekommen. Wann kommt das nächste? 1,5 Monate. Okay, wie würdest du selbst deine Musik beschreiben? Was sagst du mit deiner Musik? Mit meiner Musik, guck mal, das ist, ich bin ziemlich vielfältig. Also aktuell mache ich mehr Boom Bap. Ich habe auch schon Drill gemacht. Es kommen ein paar Trap-Sachen raus. Es ist ein komplett eigenständiger Style, sage ich mal. Also man muss einfach mal reinhören. Ist immer schwierig, die eigene Musik zu beschreiben. Okay, vielleicht können wir das mal in einem längeren Interview machen, wenn du in Berlin bist und wir machen eine Top-Tier-Talkover-Folge zusammen. Können wir mal machen, auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles Gute. Safe, ich dir auch. Hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Auf jeden. Bis dann, ciao. Ciao. Was geht ab? Was ist los hier? Hallo, ich bin das, der TMC. Ich habe ein super duper krass Top-Tier-Germany-T-Shirt gewonnen. Junge! Bist du stolz? Ich freue mich wirklich, weil ich weiß nicht. Ich wollte schon immer eins holen und ich dachte, okay, ich könnte es mir auch kaufen. Aber es ist nicht das Gleiche. Und ohne Spaß, das freut mich mega. Ich nehme das mit nach Hause. Getragen auf jeden Fall. Sehr schön. Wie hat dir der heutige Abend gefallen? Sehr lustig. Es war wirklich lustig. Es war sehr nice, dass so viele Leute, so viele bekannte Gesichter wieder hier waren. Es war ein richtiges Familienfest. So alle aus dem Freundebuch waren irgendwie da. Ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll. Ich will dir eigentlich in die Augen gucken, aber es ist auch eine Kamera. Alles gut. In dein Freundebuch, wenn da stehen würde, was ist dein größter Wunsch? Mit was füllst du es aus? Dass alle Menschen auf der Welt zuerst in sich reinschauen, bevor sie die externe Welt kritisieren. Das war jetzt eine diepe, du hast eine diepe Frage gestellt, das ist auch eine diepe Antwort. Rako, und die andere Antwort ist, dass ich meinen Penis bändigen kann. Ja, das hat er jetzt nur gesagt, weil er sich auf einmal insecure gefühlt ja, hat. Ja, weil du da warst. Ich wollte das Männliches sagen. Jetzt mal ohne Spaß. Aber wie, ist er auch, aber wie bändigst du deinen Penis? Ich weiß es nicht, ich muss es von der Legende von Aang noch lernen. Es gibt 4 Elemente, das ist das 5. ungeschriebene Element. Da gibt es nur ganz wenige Lehre. Einer steht vermutlich neben mir. Und mit dem werde ich mich gleich noch ins Detail unterhalten. Schläge. Auf den Schläge. Penis. Auf den Penis. Den Penis auf die Schulter legen. Nein, ich will jetzt über was anderes reden. Das ist dann nicht dann sieht er aus wie ein Transformer, Alter. Quasi wie Decepticon. Ey, ich will lieber den Satz von davor betonen. Der war eigentlich wunderschön. Ja, der war wunderschön. Lass uns über sowas reden. Oder ist schon vorbei? Nein, wir können über alles reden, Tim. Okay, das ist schön. Ey, wir haben uns noch nie wirklich lange unterhalten, oder? Wie machen wir das jetzt? Wir müssen ja nicht alles reinschneiden. Aber es ist richtig seltsam mit dem Mic in der Hand, oder? Das ist so. Ich kann es auch für dich halten. Ja, also mein größter Wunsch, was ich ins Freundebuch... Warte, ich muss fragen. Okay, wenn im Freundebuch die Frage stehen würde, was dein größter Wunsch wäre, was würdest du nehmen? Für immer gesund bleiben, krebsfrei bleiben und dass alle Menschen um mich herum auch glücklich und gesund sind und Sido treffen. Okay, das waren 4 Wünsche. Also würdest du in einen Wunsch umformuliert... krebsfrei mit allen Menschen, die gesund und munter sind, Sido treffen. Ja, genau. Ach, bingo. Ja, okay. Das ist ein sehr schöner Wunsch. Dann soll er dir in Erfüllung gehen. Wünsch Wenn dir auch. Im Freundebuch stehen würde, wo willst du am liebsten hinreisen? Was füllst du aus? Na, nach Polen zu meiner Familie. Gegenfrage. Penisnase, wie viel aus? Oh, du kannst auch freestylen. Hast du schon mal einen Rap-Text geschrieben? Ja. Und wieso ist der öffentlich? Nein, der ist nicht öffentlich. Das war ein Diss-Track gegen meinen ehemaligen Chefarzt in Saarbrücken. Krass. Grüße gehen raus an Mr. G. Oh, Steph. Okay, warte, ich habe nämlich tatsächlich neulich ein Freundebuch ausgefüllt. Und da war eine krasse Frage, das war so ein Einhorn-Freundebuch. Wenn du ein Einhorn hättest, was würdest du damit machen? Ich würde... Was kann das Einhorn alles? Kann das fliegen? Darfst du dir ausdenken. Boah, ich würde safe mit einem Einhorn durch die Gegend fliegen wollen. Ich habe ihm geschrieben, ich würde einen Song mit ihm aufnehmen und ein Musikvideo dazu drehen. Das wäre krass, damit würdest du richtig viral gehen. Safe, ne? Ja, okay, du bist dran. Oder ist schon vorbei? Nein. Ey, das ist voll geil, diese... Ja? Macht ihr das bei allen? Das ist voll gut. Nein, ich mach das gerade bei dir zum allerersten Mal. Freundebuch ist krass. Schön. Freundebuch ist auch krass. Dein Lieblingsessen? Oh, eigentlich Spaghetti mit Pesto, weil das ein Allrounder. Okay. Und es ist einfach crazy. Nee, dann bleib ich dabei, sonst will ich zu lange überlegen. Okay. Ja, du musst ja auch sagen, yo. Ja, ja. Lieblingsessen. Boah, ich war letztens richtig geil Borsch essen. Das war nochmal so Kindheitserinnerung. Borsch? Ja. Ist diese rote Suppe? Ja, Mann, die ist schon geil. Da hast du russische Wurzeln? Nein, mein Vater war mit einer Frau aus Litauen zusammen ziemlich lange. Und, deswegen. Und mit oder ohne Teigtaschen ist Borsch? Wir haben Chiburiki dazu gegessen. Und das ist? Auch Teigtaschen mit Hackfleisch gefüllt. Schon geil. Ja, Mann. Steph.
Okay, das hört sich lecker an. Ich glaube, es ist ein leckeres Ende. Ja, Mann. Ey, check TMLC aus auf jeden Fall. Der hat auch krasse Songs am Start. Werbung machen? Ja, klar. Diesen Monat, wann kommt es raus? Im Juni wahrscheinlich, ne? Diesen Monat kommt meine EP. Und da sind 5 übertrieben krasse Lieder drauf. 2 Musikvideos entscheiden. Und ich habe eine Mini-Doku gemacht. Die war arschteuer, deswegen bitte guckt sie euch an. Wo kommt die Doku? Das kommt alles auf dem Ulm Represent-Kanal. U-L-M-R-A Present. Represent, also mit Rap. Schick mir das mal, wenn's auch. Ich schick dir das. Das wird crazy. Alles hochproduziert. Nice. Mama Magda, Ehrenfrau. Was? Noch eine abschließende Frage. Ja, was sind deine Ziele für die Zukunft? Willst du mit Musik erfolgreich 100%. Werden? Oder willst du in deinem Job bleiben? Das habe ich dir gar nicht gesagt. Ich habe nämlich letzte Woche gekündigt, weil ich in Musik ein bisschen all in gehen will. Ich habe noch einen Plan B. Aber erstmal jetzt Musik, deswegen eindeutig. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Mach's gut. Au revoir. Ey, das war voll schön. Ey, und genau mit diesen Worten, glaube ich, können wir uns auch verabschieden. Es war mal ein bisschen deeper bei Crowd Reaction, was ihr sonst noch nicht kennt. Das war TMLC. Wir sind Top Tier Takeover. Mein Name ist Magda. Seid lieb zueinander.